Wir sind auf jeden Fall in gewisser Weise Instinktwesen, weil uns gewisse Sachen unmittelbar gefallen und nicht. Unmittelbar erregen sie Lust oder Unlust in uns. In der Bibel gibt es ja die 10 Gebote und das 9. und 10. Gebot dreht sich um das Begehren eines anderen Gut, einer anderen Frau. Wo fängt denn für dich das Begehren an und wo wird es dann schon moralisch schwierig? Wenn man etwas begehrt, dann kann es ein Gedanke sein oder etwas, was plötzlich in einem auftaucht. Ja? Man begehrt einen Gegenstand, man will etwas besitzen, man begehrt die Ausführung einer Handlung, da und dahin fahren oder so fremdgehen und so weiter. Ist das so eine Gier in sich? Genau, Begehren ist erstmal noch eine Regung. Kant hat dafür das schöne Wort einer Neigung. Man neigt in eine bestimmte Richtung. So, und das kann auch ausgelöst werden durch externe Faktoren und da hat man überhaupt gar keinen Einfluss. Man sieht zum Beispiel eine bestimmte Werbung und schon begehrt man etwas, sonst würde die Psychologie ja gar nicht funktionieren. Jesus hat ein schönes Beispiel gebracht. Allein wenn du jemanden lüstern anschaust, hast du schon Ehebruch vollzogen. Siehst du das auch so streng? Das glaube ich nicht. Also angenommen mal jemand, Mann oder Frau, fährt irgendwie auf der Autobahn und es gibt eine ziemlich entkleidete Unterwäschewerbung oder sowas und der Blick verirrt sich lüstern, dann wird doch nicht Jesus sagen, jetzt hast du Ehebruch begangen. Da hing eben eine Werbung und man wurde von der angezogen. Das ist ja die Pointe der Psychologie hinter der Werbung. Sonst müsste die Kirche ja im Grunde genommen alle Werbeagenturen anzeigen. Der Mensch als Instinktwesen dann, oder? So ein Stück weit. Wir sind auf jeden Fall in gewisser Weise Instinktwesen, weil uns gewisse Sachen unmittelbar gefallen und nicht. Unmittelbar erregen sie Lust oder Unlust in uns. Etwas zu wünschen ist schon mehr. Etwas zu wünschen heißt, sich genauere Pläne zu machen und die Pläne möglicherweise zur Ausführung zu bringen. Man stellt sich also vor, wie man ein bestimmtes Ziel erreichen kann und die Gedanken fangen an, sich damit zu beschäftigen. Etwas zu wollen heißt dann, an die Ausführung des Plans gehen. Daran kann man dann natürlich scheitern. Kant hat zu Recht gesagt, das Einzige, was gut oder auch böse genannt werden kann, ist der Wille. Und der Wille besteht darin, dass man eigentlich sich fest vorgenommen hat, im eigenen Lebensplan eine bestimmte Handlung auszuführen. Das kann jetzt scheitern. Wenn ich also fremdgehen will die ganze Zeit und es nur zufälligerweise noch nicht ausgeführt habe, weil niemand mit mir fremdgehen will oder so, dann war das Ganze schon ein unmoralischer Akt, obwohl ich in der Welt eigentlich nichts verändert habe. Was ist denn jetzt die Pointe dahinter? Das heißt, mein eigenes moralisches Verständnis, mein Gewissen entscheidet. Kant sagt wiederum sehr zutreffend, das Einzige, was gut oder auch böse genannt werden kann, ist der Wille. Gut ist der gute oder der böse Wille. Das heißt, die moralische Frage hängt am Willen, nicht daran, ob mir etwas für einen Moment begehrenswert erscheint. Dafür kann ich oft auch gar nichts. Ja? Also angenommen, man möchte aus verschiedenen Gründen, vielleicht sogar moralischen Gründen, abnehmen. Ja? Man möchte länger leben, um sich besser um seine Kinder kümmern zu können. Wäre ein moralisches Motiv. Man will also abnehmen, dann erscheint einem die Sahnetorte vielleicht immer noch begehrenswert. Man hat aber dann deswegen nicht gesündigt, also man hat nicht verstoßen gegen die Regel, die man sich auferlegt hat. Es sei denn, man will die Sahnetorte unbedingt und handelt auch entsprechend. Die Frage ist also, was man will, nicht was man begehrt. Das Begehren ist bis zu einem gewissen Maß erstmal unschuldig.